Schicht, was das Urteil über eine Person, der nach der Sunna aussieht, aber der draußen ein übles Benehmen und steckt die Leute ab davon. Was ist das Urteil über eine Person, der zwar nach der Sunna aussieht, aber er hat ein widerliches Benehmen, einen schlechten Akhlaq und er schreckt die Leute ab? Ibn Kathir rahimahullah ta'ala sagte, ein großer, gewaltiger Grund für ein schlechtes Ende ist, wenn das Äußerliche nicht mit dem Innerlichen übereinstimmt. Subhanallah, deine Religion ist der schönste Schmuck. Und wenn du äußerlich nach der Sunna aussiehst, dann fehlt es, dass du auch innerlich danach handelst. Das ist von dir geboren. Und Allah Azza wa Jalla, als er die Heuchler beschrieben hat, وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ. Und wenn du sie betrachtest, wenn du sie anschaust, dann gefällt dir ihr Äußeres. As-Sa'di rahimahullah ta'ala sagt in seinem Tafsir, ihr Äußeres bedeutet, so wie sie äußerlich aussehen und wie sie reden. Es gefällt dir. Die reden mit Koran und Sunna, sehen äußerlich nach der Sunna aus, aber sind was gewesen? Heuchler. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns